So, Serie 30, 31.12., 12 Uhr, Serie 30 der 18er Rangliste. Ich glaube, ich muss 686 Punkte für den ersten Platz machen, der mich eigentlich nicht sonderlich interessiert, sondern einfach nur noch eine gute Liste. Schauen wir mal, was passiert. Also, so, erstes Spiel, schöner Ansatz in Mittelhand. Ich werde wahrscheinlich Krang reizen. Tja. Das ist nur die Frage. Krank hätte ich gereizt. Ich werde jetzt auch krank spielen. Herz Lusche sollte idealerweise nicht rauskommen. Herz Ass ist eigentlich okay. 20. Alles in Ordnung. 26, 37, 47, 64. So, jetzt haben wir noch ein Ziel. Wenn Pik 2-2 ist, ist das Spiel Schneider übrigens witzigerweise. Nee, das kann ja gar nicht sein. Ich habe mich um 10 Augen verzählt, natürlich. Ja. Pik ist auch Doppelläufer. Herz 10 Abwurf ist Schneider auf jeden Fall. Wird aber keiner so bekloppt sein, dass zum. Oh, Moment, jetzt habe ich noch eine Restchance, dass da Karo Ass Lusche steht und hier der blanke König. Hopp! Ja, einfach Krang Schneider gewonnen, die 72, die 24 Punkte nehmen wir gerne mit. Schöner Zug mit der Karo 10. So, schöner Start, schöner Ansatz, Spiel 2, Karo ohne 2. Ich weiß noch nicht, ob ich bereit bin, Hand zu reizen. Sieht verlockend aus. Naja, das ist halt das Problem an der Geschichte. Man kann sich ab und zu verfindet man sich, ist zwar unwahrscheinlich, der Reiz ziemlich zügig sein mit zwei ein schwarzes Spiel. Wenn eine Herz volle liegt, habe ich natürlich eine Bombe. Auch das Handspiel. Ah, es ist wirklich sehr grenzwertig. Ich lasse ihn laufen. Das Spiel hätte ich lieber in Spiel 18 gehabt. Wenn ich 590 Punkte habe, dann hätte ich es natürlich genommen, in Anbetracht dessen, dass es zwar nur ein paar Euro geht, aber Platz 1 ist Platz 1. So, wir machen blank auf und spielen dann den 15er rüber. Es gibt keinen 15er rüber. Okay. Ja, Karo Abstich wird es nicht geben. Karo Ass steht auch noch da, um Gottes Willen. So. Könnte sogar vier Trumpf haben, mein Mann, weil irgendwie. Nee, hat er nicht. Ah. Es lag nichts. Ja, die Karte stand relativ rund, aber vielleicht hätten wir ihn gewonnen, den Karo Hand. Naja, anyway, Spiel 3. 122 Punkte. Legen wir hier die Dame oder nicht? Ass 10 König hat man eigentlich selten. Ich hause trotzdem rein. Ja, war unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Aber ich denke mal, der wird den Gang nicht wegen den drei Augen gewonnen haben. Hopp! Was macht er denn jetzt? Naja, ja. Hier. Hier. Warum er da an den Bauern gespielt hat, weiß kein Mensch. Mit Karo 10 wäre es nochmal vielleicht. Ne, aber Herz 10 war gedrückt, der war schon zu. Ja. Okay. Fünfzehn auf Karo, 28 auf Pik. Kreuz Ass 54 und Herz 10 war gedrückt. Auf 64 stand der Alleinspieler schon. Deswegen, ich weiß nicht, was die andere Karte war, die er gedrückt hat. So, wir schneiden zu dritt. Oh, der Mann hat aufgepasst.
Ich habe ihm Kreuz Lusche reingelegt und der hat das mit der Gegenfarbe. Jetzt müssen wir ihn irgendwie reinschieben. Wir spielen Herzkönig. Haben wir geschafft. Ja. Kreuz 8. Es wird wahrscheinlich ein Missklick gewesen mit Kreuz Ass 10. Okay. Wahrscheinlich war es ein Missklick. Schöner Ansatz. Und leider wird gereizt. Das ist nie gut. Wir brauchen. Oh, gut, der reizt Herr Kreuz wahrscheinlich. Ah, das ist ein schöner Ansatz, aber meistens auch ein Blender. Aber ich denke, ich schaffe es, den nicht zu passen. Ein Herz gefunden. Der reizt 0. Der wird wenig Herz haben, leider. Es könnte kompliziert werden. Schauen wir mal. Ja. Wenig Herz ist gut. So, das sieht nach 5 Trumpf aus, ne? Wir haben 0 Augen gedrückt. Kreuz Ass ist in Gefahr. Das ist gar nicht so schlecht. So, 14, 25, 46 haben wir. 46. 46. Ja, dann müssen wir Pik König spielen. Ist okay. 46. Ist schon gewonnen, das Spiel jetzt, wenn ich mich nicht verzählt habe. Eigentlich kann ich mich nicht verzählt haben. Nochmal ganz kurz. 14, 25, 46, 63. Ja, jetzt machen wir nochmal Trick 17. Ja. Hat der noch einen alten hier oder wieso liegt der Kreuzjunge? Alles gut, gegen 5 gelöst das Spiel, war auch nicht so schwierig in Wirklichkeit mit nach der blanken Pik 10. Das ist, oh, beide reizen, das ist nicht gut. Ich sag trotzdem 20. Hab gut gefunden, aber ich habe kein gutes Gefühl. Doppelreizung bei der Rangliste ist immer was anderes als im richtigen Leben, deswegen nicht zu ernst nehmen. Wir gucken mal. So, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich gedrückt habe. Ich glaube 7. 7. Den nehmen wir mit. Spielen eine kleine Trumpf. Der hat schon mal 2 Punkte hier verschenkt. Um, 22 und 4, 26, den können wir abwerfen. 29, der macht noch einen Stich und alles wird schicki. Einfach Kreuz gewonnen. Zack, zack. Ja, hoffen Sie darauf, dass ich mich verklicke oder was? So, Spiel 6, 2, 86. Schöner Ansatz. Ich bin bereit, wahrscheinlich sogar Karo Hand zu reizen, aber ich würde ihn nicht gerne Karo Hand reizen. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wir halten die 27, passen auf 30 gegen Doppelreizung, will ich den nicht in Mittelhand als Karo Hand spielen. Außerdem komme ich ran, wenn er Kreuz mit 2 hat, weil ich 36 halten kann. Frage ist halt, was er wirklich, Rang reizt er bei 30 weg. Jetzt sollte aber eigentlich hier irgendwas Rotes kommen, ne? Den Pik König nicht abwerfen. Das ist wirklich nicht zu fassen. Der hat sogar einen Bauern. Um Gottes Willen.
Der hat den Bauern gefunden, wahrscheinlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in den Peak gereizt hat. Ja. Das wäre halt das auch das Restrisiko gewesen, wenn ich jetzt bei 33 Karo Hand spiele, was ich ja hätte machen müssen, hätte ich mich ja leider überkauft und den ziemlich sicher nicht Schneider geschafft. Von daher sind wir jetzt, ist natürlich super ärgerlich. Der Gang wäre Schneider geworden, ich komme halt nicht ran. Aber die 40 Punkte bringen einen natürlich, wie wir wissen, auch 1,3 Schnittpunkte nach vorne, nach 30 Listen, ne? So, wir passen für 18. Haben zur Halbzeit jetzt 3,80 oder, ach nee, 3,26. Sind noch gar nicht bei der Halbzeit. Kran. Er schafft es halt nicht, die Pik 10 reinzuhauen. Das ist halt so. Die Herz 10, das ist echt ärgerlich, weil das wäre jetzt kaputt gewesen, wahrscheinlich sogar das Spiel. Wenn er die Karte hat, die ich denke, dass er hier noch auf 3 Karos steht. Ach nee, er steht nur auf 2 Karos, weil er noch einen Pik hat. Ja, gut, jetzt habe ich 11 Augen verschenkt. Die bringen uns aber auch nicht weiter. Er hätte schon Herz 10 reinlegen müssen, dann hätte ich da noch ein bisschen genauer drüber nachgedacht. Ja, der Mann ist jetzt im Reizfieber. 3,26. Gut. Steht ja auch minus 48. Den Gang auch glücklich gewonnen. Hier ist häufig ein 0 draußen, das weiß ich schon. Ich habe keine 7, keine 9. Ich habe halt leider die falsche 10 zu dritt. Mit Kreuz 10 zu dritt wären 24 klarer. Ja, geht auch noch dreimal offline. So, okay, wir lassen es diszipliniert laufen. Ja. So, zwei Alte und nichts. Full House Damen über Könige oder auch Full House Damen über Buben oder auch Full House Damen über Neuner. Drei verschiedene Vollhäuser hat man auch selten im Skat. Ja, vielleicht spielt er einen Bauern aus. Vielleicht bringt das auch gar nichts, dass er einen Bauern ausgespielt hat. Wir machen trotzdem blank auf. Ja, vielleicht verschneidet er sich. Kreuzkönig könnte da sein. Pik Ass 10 gedrückt sogar, oder was? Ja, er hat Pik Ass 10 gedrückt. Wow. So, ein schöner Qualitätsgranghand. Bieten 18, nein, Granghand. 24, 45, 59 können die Gegner maximal bekommen. Ich versuche natürlich trotzdem Schneider zu gewinnen. Eine Karo liegt vielleicht und keine Ahnung. Ja, machen wir jetzt den Karo-Unterzug, hoffen auf 10 und dass auf die Dame nicht 24 fallen. Schwierig. Ja.
Ich spiele jetzt mal von unten. Okay, 10 sind schon mal gefallen, das ist gut. Keine 24, sehr gut. Schneideritzki, Grang Hand mit rein, Schneider. 498. Schöner Ansatz. Gegen zwei Reizungen schalte ich mich wahrscheinlich nicht mehr ein. Dann nehme ich, diese Karte hat ja viel Potenzial im Gegenspiel. Und Pik ohne Vieren verloren ist auch jetzt nicht ganz so billig. Ich passe das Spiel. Ich vertraue einfach auf Mittelhand und auf, dass links ein bisschen lockerer ist. 0 ist auch häufig Trumpf, muss man natürlich dazu sagen. Karotten, ne? Karotten könnte kompliziert werden. Der erschreckt sich jetzt wahrscheinlich über die Spielansage. Das war auch klar. Ich verstehe nicht, warum er nicht erst Herz 10 reingehauen hat. Vielleicht hat er sie nicht. Mal gucken, was er jetzt macht. Er sollte Herz Lusche spielen. Nee, das kann doch nicht wahr sein. Kann doch jetzt nicht Trumpf Lusche spielen. Ja. So, hat er gedrückt. Sensationell hat er den gespielt. Gut, im Skat lag nichts. Die 40 Punkte waren Maximalertrag für uns. Jetzt hat er vielleicht doch die Schnauze voll. Was hat er jetzt gehabt? Pik ist Trumpf. Ich spiele Karo 8, 13. Ich spiele gar nichts aus. Wir drehen. Ich hau alles rein. Ja. Alles nein, alles nein, alles nein. Das war Herz Lusche für eine Karte. Und der Ass zu dritt oder was? Nee, war es nicht. Warum er den gestochen hat, weiß auch kein Mensch. Das ist unfassbar, dass er den gestochen hat. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ganz schlimm geschenkt. Einen stehenden Karo-König hat er gestochen, damit er auf keinen Fall mehr Herz Ass von ihm kriegt. Ja. Okay. 560 Punkte. Ein schönes Spiel wäre noch schön, wobei ich gar nicht genau gerechnet habe. Ich gucke mir das nochmal ganz genau an. Rosgrad, zapp. Ranglisten 18er. Ich habe es nur grob überschlagen. So 5,99 hat der erste. 5,96 hat der zweite.
Echt nur ein Viertrümpfer oder was? Das kann natürlich auch sein. Was war das denn? Wahnsinn. Okay, so, kleinen Moment. Wir müssen es nochmal genau retuschieren hier. Wo bin ich hier überhaupt? So. Ach so. Wir drücken erstmal auf Start, so 600. Sechshundert. Ja, das hätte man alles auch früher machen können. Das stimmt schon. So. Der hat 5,99. Und der zweite hat 5,96. Und der VfL hat. VfL hat keine Punkte. Der VfL hat 596,2. Was hatte der erste und der zweite? Der ist ganz schön 596,13. Okay, wir lassen den laufen auf jeden Fall. Und wir brauchen, was hat der? 9,2. Also der hat 3 Schnittpunkte. Ich muss 90 Punkte mehr als mein Schnitt machen. Das heißt, ich muss 5, 6, 6, 86 machen, um ihn zu holen. Okay, gucken wir mal. 12 Karotten. Oh. Ja gut, dann holen wir die mal ab. Spielen Pik 9. Nein! Okay, dann können wir es eh nicht ändern. Wir haben alle Farben, die er hat, haben wir auch und wir bedienen alles. Gut, dass ich meinen Pik nicht anreize. Gut, ich wäre vielleicht nicht rangekommen. Wäre gegen 5 Trumpf gelaufen. So, vorletztes Spiel ist auch nix. So, das heißt, wir brauchen im letzten Spiel ein Kreuz mit Zweien. Ein 36er Spiel, außer wir kriegen jetzt nochmal aus Versehen 40. Den nehmen wir mit und schubsen Pik nach. Abstich, nein. Trumpf Ass ist nicht so viel. 6er Tu, Pik Ass 10 sind 8 Karten. Herz Lusche spricht schon für Herz Ass bestellt auch noch. Gut, wir hauen Karotten weg. Wir hauen Karotten weg und kommen aus dem Schneider. So. Serie 30, das letzte Spiel. Wir brauchen, also es ist beim 36er, wahrscheinlich brauche ich eher sogar ein 40er Spiel. Ja. Aber es ist nicht da. Von daher gratuliere ich dem Finn Young oder wie auch immer, der da vorne ist aktuell. Ich werde dieses Spiel jetzt natürlich nicht reizen. Ja, das war dieser, dass er sich da entscheidet, seinen Peak ohne Vieren zu reizen und ich meinen Gang Schneider nicht bekomme. Es gab zwar 40 Punkte, aber der Krank Schneider wären logischerweise 172. 122 natürlich. Fünf, 14 und 15, 29. Versuchen wir uns hier jetzt nochmal zu konzentrieren. 29. Oh. Ja, gut, dann haben wir mal Karo König, mein 29 und 11 sind 40. Peak Einschub. Ja, wahrscheinlich hat er keine Peak 7, sonst wäre es ja einfach. Dann würden wir 57 auch nur kriegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich verzählt habe, jetzt ist sehr gering, aber vielleicht ist es ja aus Versehen doch passiert.
ich kann, jetzt müsste ich beide Karten reinlegen können für 60, wenn ich mich nicht verzählt habe. Mal gucken, ob drei Augen mehr her hätten gestimmt. Also, das war Serie 30. Glückwunsch an den Finn Young. Und ich denke, wenn keiner mehr mich angreifen sollte, bin ich dann Zweiter geworden. Dankeschön. Tschüss.